Boah, bin ich froh, dass wir das jetzt endlich haben hier, ey. Aua! Aha. Goldbolt, yes. Clank und ich sind auf Kopitari. Wir haben gerade verhindert, dass Greg dem Planeten das Wasser abschafft. Oh Gott. Strack Industries angreifen und diesem Blagverrat ein Ende setzen. Verstanden? Ja, bitte. Oh mein Gott, das war jetzt eine harte, harte Suche. Boah, das hat echt lang gedauert. Und ich habe noch Raritanium übersehen. Komm bitte zu mir geflogen, danke. Da oben kann ich nicht lang, ne? Okay. Holy moly, das war anstrengend. Aber jetzt haben wir alles. Das war ja noch nicht mal so der ultimativ schwere Goldbolt oder so, ne? Das war einfach nur, ja. Ja. Ach stimmt, ich muss den hier in der Mitte noch aktivieren. Hier, den hier. Thermales Zielsystem. Raketen nehmen automatisch die werdende Signatur von Gegnern ins Ziel. Yeah! Schön, Zielverfolgung. Das finde ich sehr gut. Wir müssten auch mal hier so ein bisschen upgraden. Groovitron? Ja, okay, der Groovitron ist schon bald auf Level 5. Die Jägerwerfer hier. So. Was haben wir aufgefüllt? Ich habe alles Mögliche, um yes. Puh, also die Goldbolts hier waren schwer. Die, also, war heftig. So, und wir gehen jetzt zurück nach Aridia. Da können wir jetzt weitermachen. Und auf dem anderen Planeten auch. Da können wir jetzt... durch diese Tauchermaske können wir jetzt in die Kanalisation. Sehr schön. Wir müssen nach da. Blumps. Und dann müssen wir hier hoch. Aha. Hab ich's doch damals wirklich richtig gesehen. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, als ich mir diese Rohre angeschaut habe und mir gedacht habe, so. Sind das Greifhaken da dran? Ha! Und es war tatsächlich Greifhaken. Oh mein Gott. Tja. Mr. Zulkon will vernichten. Das sind die Momente, für die Mr. Zulkon lebt. Tschüss. Ich lass dich am Leben, kleines Engel. Ciao. 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 Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade tue, aber egal. So, und jetzt kriegen wir den Gold Bolt hier in dem schönen LKW.
Naja. Was auch immer das Ding ist. So. Damit sind wir hier auch komplett fertig. So, dann geht's weiter. Nach. Wie auch immer der heißt. Rilka. Rilgar. Rüdiger. Rüdiger. In die Kanalisation zurück. Alle primären Ziele abgeschlossen. Ach so, sammle alle Rieder-Holokarten. Ja. Wie geht das? Okay. Ich glaube, ich muss sowieso so diesen Weg gehen. Ach, das bleibt dann auch alles unter Wasser. Okay, früher musste man das permanent, also früher war es so, dass du das wieder von neuem machen musstest, diesen Weg. Aber okay, die haben das jetzt einfach umgeändert. Okay, das heißt, du hast nur eine Chance, das Ding zu bekommen. Da war noch ein Gegner, warum auch immer. Der könnte eigentlich gar nicht mehr hier überleben, weil der im Wasser ist. Der ist wahrscheinlich gebuggt. Aber naja. Wie gesagt, früher musste man halt alles von neu machen. Man musste einfach schnell genug sein, weil der Helm damals, den man bekommen hat, Taucherhelm, der hatte eine Kapazität. Ja, du konntest nicht unendlich unter Wasser. Glaube ich. Bin mir aber nicht mehr sicher. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, das war an was gebunden. Aber naja. Wir haben unseren Goldie Boldy. Goldie Boldy, Goldie Boldy, yeah. Tauchen, tauchen, tauchen. Und dann geht's hier weiter irgendwo, ja. Und nach oben. Oh, nach da. Alter, ist der Weg lang. Alter. Wäre ich hier lieber zurückgeschwommen. Juhu, yeah. So. Endlich. Geschafft. Planet abgeschlossen. Bis auf, also Errungenschaften sammle ich. Ich liebe zwar Errungenschaften zu haben, aber ich muss das nicht unbedingt haben. Bedauere, Kollege. Ich kann dir die Waffe nicht bauen, bevor du mir alle Rieder-Holokarten gebracht hast. Oh, hier gibt's noch Muni. Ach, gibt's keine... Toll, jetzt habe ich aus Versehen die Bombe aktiviert. Ja, Taxi, du bist zu spät. Ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Geht schneller. Jetzt nur eine Bombe schmeißen. Wow. Damit haben wir bis jetzt alles, was wir haben können, ne? Nice. Quartu ist der nächste.
Ja, würde ich sagen. Mal kurz Hallo sagen. Machen wir. Das machen wir. Oh, das ist das da. Also, Schutztruppen, unser Angriffsplan ist einfach. Hallo, Sprung nach Skork City. Wir ballern Ihnen die Kugeln um die Ohren, nehmen Drag fest und sind rechtzeitig zu Hause für Waffeln. Ja, ja, Waffeln! Oh, das ist gut. Moment, das ist der Plan? Ja, das ist er. Verzeihung, Captain, aber Drag ist sehr gerissen. Er ist sicher auf einen Angriff vorbereitet. Ich finde es ausgesprochen lobenswert, dass du deine Hausaufgaben so gründlich machst. Aber große Helden tun große Taten. Lasst uns abstimmen. Wer dafür ist, dass wir Drag mit einem riesigen Arsenal die Tür eintreten und einer Galaxie im Chaos den Frieden bringen, sagt ja. Ja! Und wer meint, wir sollen hier die Zeit mit Kuchengrafiken vertun, sagt nein. Nein. Antrag angenommen. Wir greifen Drag Industries heute an. Oh Gott. Bereit machen, Schutzdruck. Anzüge anlegen und ab zur Luftschleuse am Heck. In Ordnung, Team. Jetzt geht's los. Denk dran, unser Ziel ist der Vorsitzende Drag. Bereit, Schutztruppen? Ich zähle bis drei. Drei. Bleib dran, Kleiner. Okay, Kumpel, bist du bereit? Tja, ich, Wow. Wow. Nice. Ah, es gibt nicht mehr die. Oh, schade. Du gelandet, aber mein Düsenpack-Treibstoff ist leer. Brax und ich begeben uns drüben zum Komplex. Wir teilen uns auf und halten über Funk Kontakt. Viel Glück, Team. Oh, schade. Eigentlich hat man hier eine Flugszene, wo man runterfällt und man so Bomben ausweichen muss. Da kann man gut und gerne mal 20 Mal sterben, weil die Bomben so zielsuchend sind irgendwie. Au, Bolz. Neue Waffe. Oh ja, bitte. Oh, bitte, bitte gibt es die Waffe. Bitte gibt es sie. Was? Die Kreisklingen? Okay, ich habe eine andere Waffe erwartet. Das wirst du nicht bereuen. Ich habe wirklich eine andere Waffe erwartet. Hä? Die Kreisklingen? Siehst du was, das dir gefällt? So macht man das. Sehr gut. Kreisklingen sind mein persönlicher Favorit. Die sind geil, die Kreisklingen. Aber gab's hier nicht den Zielsucher? Ne, den Lenkraketenwerfer. Genau. Den gab's doch. Und die Kreisklingen sind geil, ich liebe die. Die sind schon mega nice. Ich betätige den Schalter. Warte hier. Die sind schon cool, die Kreisklingen. Aber ich hab echt den Lenkraketen auf hier erwartet. Das ist schade. Das ist echt schade. Vorsicht, da vorne sind Wachen. Angriff! Naja, was soll ich denn hier? Moin, moin, Hallöchen. Vorsicht, da fliegen welche. Ah. Moin. Das war schon mal eine gute erste Runde. Und jetzt bitte Disco und Level Up. Bitte gewinn Level Up. Kein Level Up. Aber danach. Jetzt Level Up.
Groovitron wurde zur Groovy-Bombe. Sorry. Der Letzte. Naja, lass den da, der wird jetzt sterben. Nicht schlecht für einen Neuling. Oh, schade. Sieht ziemlich gut gesichert aus. Vorschläge für den Zutritt? Ratchet, mach was ich du willst. Letztes Mal hier war, bin ich durch die Abluftschächte entkommen. Vielleicht können wir durch sie oh, auch... Oh, das ist die Roboterfabrik. Gute Idee, Clank. Ja, und Clank kann sich dann auch den Goldbolt hier holen. Ihr wisst ja, da war ja das erste Mal, dass wir überhaupt einen Goldbolt gesehen haben. In diesen Lüftungsschächten. Lüftungsschächte, ja, hier oben. Hey, sieh mal, da drüben. Let's go. Tschüss, Clank. Pass da drin auf dich auf, Clank. Schutztruppen, bitte kommen. Ich befinde mich im Lüftungssystem von Drag Industries. Gut gemacht, Kadett. Ich wünschte, ich wäre mit dir in diesem Schacht. Hätte ich bloß nicht diese riesigen Muskeln. Gleich nördlich eurer Position ist ein Sicherheitsterminal. Legt es lahm. Dann können die Schutztruppen in das Gebäude hinein. Aha. Das ist ne... Wir brauchen eine Bombe, okay. Wir brauchen eine Bombe. Was willst du denn hier? Moment. Irgendwie muss man durch diesen Raum kommen. Da ist er hin abgehauen. Wir brauchen... den hier. Und dann den hier. Hallöchen. Eine Bombe. Geh lieber, bevor der Vorsitzende Drag dich findet. Eine Bombe, die ist lustig. Die schmeiße ich doch gerne auf das Gitter und gönnen mir eine Karte. Holo-Karten-Pack, gönnen wir uns direkt. Blomb. Du hast einen Satz vervollständigt. Holo-Karten-Abwürfe erhöht sich um 5%. Schön. Und wir haben wieder 6 Duplikate. Das heißt, wir könnten uns das hier gönnen. Echt super. Noch mehr Holo-Karten, okay. Schade, ich dachte, wir könnten hier vielleicht Raritanium-Bonus bekommen. Aber okay. Ja, ist schon okay. Tools. Krakmiten. Oh. Oh, Spoiler. Die müsste man auch leveln. Stimmt, eine Sache, die ich noch nicht geguckt habe, müssen wir gleich mal machen. Und zwar, ob der Groovitron
Die Groovy Bombe. Ja. Ob die jetzt Maximum an Level erreicht hat. Oder ob man die trotzdem noch leveln kann. An alle Kampfbots. Kampfbotzug 7-4 hat die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ist einsatzbereit. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt los und versorgt jemanden den Tag. Bam, 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 bam. So. Das hat nicht funktioniert. Natürlich nicht. Sie hat mich gerade fertig gestartet. Dann komm doch runter, dann mach ich kaputt. Mist wie. Joa, geringfügig. Sisterboard, lass mich nicht im Stich. Alles klar bei dir, Kumpel? Ich bin fast da. Aber hier gibt es ein Hindernis. Drax Assistent Z versucht mich vom Sicherheitsterminal fernzuhalten. Verstanden. Hilaris, lass Pyrogen-Sprengminen auf die Fabrik regnen. Es ist vermutlich sicherer, Clank die Sache zu überlassen. Das wäre mir auch lieber. Hü, stopp, 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 stopp. Ach so. Hier gibt es... Ich dachte, ich könnte ihn hier. Ah, doch, hier. Richtig. Jetzt kann ich dich wegnehmen. Tut mir leid, Gadgetbot. Sorry. An alle Kampfbots. Der Vorsitzende Drek bedankt sich für eure harte Arbeit. Darum gibt es heute Nachmittag zwischen 13.10 und 13.15 Uhr Sandwich-Eis in der Cafeteria. Außerdem erinnern wir freundlichst daran, dass zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr alle Kampfbots auf Deck B erwartet werden. Wer nicht teilnimmt, wird umgehend zerstört. Sieht gefährlich aus. Ich bin nicht schnell genug dafür. Aber ich brauche den Bot. Oh je, sieht gefährlich aus. Ich habe auch keinen Boost. Weißt du, ich verstehe nicht. Er hat doch jetzt diesen... Ich werde einen anderen Gadgetbot finden. Diesen Raketenboost. Aber... Ach lol, ich weiß, was ich machen muss. Sisterboard, lass mich nicht im Stich. Alles klar bei dir, Kumpel? Ich bin fast da. Aber hier gibt es ein Hindernis. Drecks Assistent Z versucht vom Sicherheitsterminal. Okay, das ist weit genug. Jetzt ist Schluss. Wie hast du meinen Geniestreich durchschaut?
Mann, verzieh dich! Ach so. Den aktivieren. An alle Kampfbots. Der Vorsitzende Dreck bedankt sich für eure harte Arbeit. Darum gibt es heute Nachmittag zwischen 13.10 Uhr und 13.15 Uhr Sandwich-Eis in der Cafeteria. Außerdem erinnern wir freundlichst daran, dass zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr alle Kampfbots auf Deck B erwartet werden. Wer nicht teilnimmt, wird umgehend zerstört. Ciao. Trotzdem down. Nicht schlecht für eine Blechbüchse. Dieses Lachen. Okay. Wir sind die Pros. Dankeschön. Ein Bömmchen brauche ich noch. Okay. Es gibt nichts, das du gegen diese Kiste unternehmen kannst, die dir den Weg in den Wachraum versperrt. Ja, doch. Würde ich aufgeben. Vielleicht kann dieser Magnet weiterhelfen. Ist mir egal. Ich brauche den Sprungbot. Nice. Doing. Dankeschön für die Kisten. Da oben ist ein Goldbolt. Ich hoffe, Victor sieht mich nicht so. Sonst macht er sich ewig über mich lustig. Da. Wer ist Victor nochmal? Ist das dieser rote Bot? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, jump. Boing. Der Magnet da drüben gefällt mir überhaupt nicht. Magneten kann man nicht brauchen. Warum schmeißt du die gegen die Wand, du Dödel? Hallo, ich hab nach vorne geguckt, dann schmeißt du auch nach vorne. Du Dödel, Dödel, Clank. Muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Ach, wait. Das bringt mir aktuell nichts. Oh.
Raritanium. Gut, dieses... Oh Gott. Ist der schnell. Kisten. Ich lass mich erstmal nach hier hinten treiben. Lance und Janice. Komm schon, Kiste, Kiste, Kiste. Wait. Da oben ist auch noch was. So. Ich brauche ein Sprungbord. Haha. Dankeschön. Wait, warum hat diese Kiste ein blaues Symbol? Wait. Das hat doch was zu bedeuten, oder? Die muss man kaputt machen vielleicht. Warum sollte die sonst ein blaues... Ah, oder ich brauche die Kiste. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Oh, komm her, du. Ich brauche dich als Sprungbord. Ja, Sprungbord. Jetzt komme ich an den Goldbull dran. Der ist aber schon mies. Für den versteckt. Kern sind mehrere Energiebots nötig. Ich muss diesen Raum durchsuchen. Ja, ist ja gut. Clanky Boy. Der Magnet da drüben gefällt mir überhaupt nicht. Magneten kann man nicht brauchen. Ja, als Roboter solltest du dich generell fernhalten von sowas. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.